sind wir auch schon wieder so weit, dass wir dich hier hinschieben können und dich hier hin. Und du machst Platz für die Kanonen, um in der nächsten Runde alle eins aufrücken zu lassen. Sehr schön. Halt, kannst du plündern? Dann plündere doch. Einer plündert die Befehle, du plünderst auch. Plündern, plündern, plündern. Heute im Sonderangebot. Ach, er hat noch mehr plündern können, ne? Plünder, plünder, plünder. So. Du machst nichts. Nächste Runde. Bitte warten. Er greift dir an, weil er wahrscheinlich Angst hat, dass wir sein Kulturdenkmal hier irgendwie kaputt machen. Und wir überleben. Eiskalt, Alter. Es wird jetzt langsam unerträglich, wahrscheinlich zuzugucken, weil es so ruckelt. Aber es ruckelt ja zum Glück nur während den Zügen der anderen Spieler. Unsere Züge sind ja noch ganz okay. Wir haben sie Armbrustschützen genommen, heute Schützen. Völker dem Essen, nur noch 4 Lacher. Das war mal früher anders. Athen. Ja, dann lass uns doch mal in Athen. Ach hier, wir können für Lacher sorgen. Von der Glücklichkeit zu lachen. Indem wir hier unsere Truppen hier unten in Städten positionieren. Und zack, schon 5. Und du kümmerst dich um sie. Dann halt so. Produktion wählen, bevor wir dann gleich weiter angreifen können. Schütze! Schütze! Einheit benötigt Befehle. Und da sind wir auch schon wieder. Ich mache eine kleine Pause, weil ich mich schon freue, ruckelfrei genießen will. Hallo, liebe Freunde. Mein Speicherplatz wird echt sauknapp, weswegen ich mich jetzt hier beeilen werde. Ich werde nämlich nicht länger abwarten können, diese Stadt endlich einzunehmen, die uns so viel Bewegungspunkte gekostet hat beim Einmarschieren. Von daher überlege ich jetzt, ja doch, den einen Zug nehmen wir uns noch Zeit, hier richtig zu positionieren. Und 1 und 2 und 3. Und 4 und 5. Du bleibst, wo du bist. Kannst ja gar nicht mehr angreifen. Du könntest angreifen, wäre aber Selbstmord. Du gehst einfach mal hier hin und plünderst ein bisschen, damit die Leute unglücklich werden und sich freuen, von uns befreit zu werden. Und du bleibst in der Stadt, um unsere Glücklichkeit einigermaßen aufrechtzuerhalten. Du kümmerst dich auch darum, dass wir der Stadt den nächsten Rest geben. Bam, 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 dich verlieren wir, das war ja klar. Jetzt ist die Frage, wenn wir dich positionieren, bist du dann in der Lage, Honolulu anzugreifen? Nee, haben wir vorhin schon festgestellt, hätte ich mir denken können. Von daher positionierst du dich und greifst einfach mal an. Jetzt haben wir nur 3 Kanonen am Start. Das kann es ja nicht sein. Und es würde 3 Runden haben, bis du da drüben bist. Und eine hier und 2 für dich. Dann machen wir das auch so. Du gehst eins vor, um auch wirklich jedem noch hier Kampfstärke mitzugeben. Komm PC, jetzt mach nicht schlapp. Wir haben es auch gleich geschafft. Hier erst noch positionieren. Du bist ja frisch hier. Fernangriff. Nee, ich muss sagen, so macht es keinen Spaß, ohne Lulu einzunehmen. Von daher werde ich jetzt doch mal Pause machen, die nächsten paar Videos bearbeiten, hochladen und wieder besser auf meiner Festplatte schaffen, um dann in aller Ruhe und mit Hochgenuss Honolulu einzunehmen und, glaube ich, jedes Wunder, das dieses Spiel zu bieten hat, auch wirklich zu nehmen. Ich habe keine Ahnung, was hier alles steht. Es ist sau viel. Ich freue mich drauf und freue mich auch drauf, dass ihr dabei seid. Dann bis zum nächsten Mal.
Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egonson und wir sind immer noch dabei, als Rom die Welt zu erobern. Wir haben unsere Einheiten in Stellung gebracht, um Honolulu endlich einzunehmen. Mit einer Stärke von 53 ist das eine ziemlich harte Nuss, aber mit unseren neu erfundenen Kanonen haben wir eine ganz gute Chance, sie so weit zu schwächen, um dann hoffentlich mit unseren Rittern und Langschwertkämpfern Honolulu einzunehmen und damit auch Unmengen an Wundern zu übernehmen. Während Honolulu versucht hat, den Kultursieg zu erreichen, sind wir auf die Idee gekommen, einfach die ganze Welt zu überrennen und alles zu klauen. Hat bei Tonga schon mal ganz gut geklappt. Die sind immer noch angepisst und wollen sich uns nicht anschließen, aber in zwei Runden sieht das schon wieder ganz anders aus. Wir hätten Honolulu schon längst eingenommen in der letzten Episode. Wobei, ich glaube, ich mache die Einnahme hier noch zur Episode 3 dazu. Ja, aber dann ist ja mein Computer langsamer geworden, dann musste ich erstmal die ganzen Videos bearbeiten und hochladen, weswegen es ein paar Tage vergangen sind. Für euch sind aber nur wenige Sekunden vergangen. So, wir sind dabei, ich muss mich erstmal orientieren. Unsere Kanonen haben alle schon geschossen, oder wie? Ja, und wie sieht das mit aus? Sehr kostspieliger Angriff und wir machen vielleicht einen Punkt Schaden. Das hat dann nicht wirklich Sinn. Da jetzt schon auf Honolulu loszugehen. Aber wir können ja unsere Einheiten schon mal weiter in Stellung bringen, was leider sehr lange dauert, da die Polynesier, ist das überhaupt Polynesien? Ich nenne sie einfach Polynesier. Hawaiianer sind sie eigentlich. Die große Mauer gebaut haben und wir deshalb doppelte Fortbewegungspunkte benötigen, wenn wir uns in ihren Feldern bewegen. Mir war es nie so recht bewusst. Ich habe mir gedacht, ja, die große Mauer ist nice to have, aber ist nicht so wichtig. Jetzt fällt mir aber erstmal überhaupt auf, wie nice das überhaupt ist. Hier unten, ach ja, stimmt. Der ewige Krieg zwischen Belgrad und Kathmandu, der niemals enden wird und unser Let's Play auch ewig verlängert. Wir haben Schützen gebaut, genau, das ist jetzt so unser Ding, Schützen bauen. Und ich bilde ihn schon mal aus, später Persien zu übernehmen. Persien ist umgeben von 1, 2, 3, 4, 5 offenen Geländefeldern, also Persepolis, um genau zu sein. Weswegen er Schock bekommt und nicht nur einmal, sondern auch hier gegen Fernangriffe wäre auch nice. Ach, da können wir drauf verzichten. Lieber auf offenem Geländefeld weiterkämpfen. Produktionswählen, wir nehmen natürlich noch einen Schützen. Da kann man nie genug von haben. Und unsere Kanone kann feuern. Aber jetzt lass mich überlegen. Genau. Ihr hier könnt nämlich nicht feuern, ne? Ja, da war was. Und zwar ist hier blockiert. Wenn du eins rüber gehst, kannst du diese Runde nicht feuern. Bist wahrscheinlich aber eh schon tot bis dahin. Ne, komm, lass doch mal dich hier hingehen und dich hier in Stellung bringen. Und du kannst hier auch nicht feuern. Aber von da, dann kannst du nächste Runde mit ihm tauschen, dann bist du zwar direkt im Angriffsfeld, aber es gibt Schlimmeres. Ja, du, Sperrfeuer, ist auch egal, was du jetzt nimmst, weil es gegen Städte eh nicht zählt, sondern nur gegen Einheiten. Du bombardierst natürlich auch ohne Lulu. Wir hoffen, dass wir jetzt jede Runde... Ah, nur minus 2, Alter! Dabei war minus 5 möglich. Ist der Ton lauter als sonst? Ich habe so das Gefühl, dass ich gegen die Soundeffekte anschreien muss. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Wir sind jetzt gerade mal so weit, wie wir vorhin waren. Bevor Honolulu sich erholt hat. Aber naja. Ich bin überlegen, ob ich nicht doch mal mit ein paar Einheiten so ein bisschen Vorarbeit leisten soll. Genau, dann gehst du mal hier hin. Du machst Platz hierfür. Und dann könnt ihr dann auch in den nächsten Runden euch besser positionieren. Und der Schütze, ich glaube, brauchen wir den da oben noch? Ne, wenn die Kanone hier fertig ist. Stell dich mal hier hin, hier kannst du in zwei Runden schon wieder schießen. Und du machst dich auch schon mal für Persepolis bereit, indem du hier hingehst. Da unten war noch ein Langschwertkämpfer, den können wir aktualisieren, wenn wir schon dabei sind. Genauso wie den Lancier, den wir nicht aktualisieren können. Nein. Belgrad angreifen? Ne, sind wir mit dem Krieg? Ne, sind wir mit Kathmandu im Krieg? Haben wir Frieden geschlossen vorhin nicht? Ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Einheit benötigt Befehle. Hier oben der große General bleibt, wo er ist, um den Truppen moralischen Support zu gewährleisten. Um dann den Gegner schneller zu besiegen. Wir haben den Dünger entdeckt. Ja,
Es ist an der Zeit, Krieg zu beenden. Was haltet ihr von diesem Abkommen? Nichts. Da fällt mir gerade auf, seht hier unten meine Taskleiste. Ich hoffe doch mal nicht. Ich mache hier eine kurze Unterbrechung, um das zu checken.